Sehr, 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 sehr schön. Moment, muss ich mal was ausprobieren? Ach ja, wie wunderbar. Sehr schön. Ich liebe es, Abpraller. Ich liebe diesen Abpraller. Also, selbst bei Vergeltung zählt das. Ach, wie wunderschön. Oh ja, wir wollen natürlich noch was upgraden. Und zwar wollen wir hier unsere Magie weiter upgraden. Okay, er hat 11 Ressourcen. Mal gucken, was er daraus macht. Wir können ja dann mal schauen, was passiert, wenn wir in der nächsten Runde mit drei magischen Kreaturen angreifen, was dann an Kreaturen verschwindet. Also an Karten verschwindet. Denn das Schöne ist, die Kreaturen, die auf dem Friedhof wandern, die sehen wir. So, komm. Was tust du? Du hast dir eine super starke Kreatur rausgezogen, und zwar eine Bardin. Eine Bardin. Die beim Ausspielen Folgendes bewirkt, dass sie eine einmalige Kreatur, die auf die Hand wirft. So, du hast jetzt eine einmalige Kreatur auf deiner Hand. Bist ein Zufluchtsspieler und somit könnte es rein theoretisch entweder die Priesterin sein, die alles heilt, oder... Moment, jetzt muss ich mal gucken. Jedes Mal, wenn euer Gegner eine Karte spielt, werden bei eurem Helden 2 Schaden geheilt. So. Das wollen wir natürlich jetzt vermeiden, dass der Großvisier hier richtig viel Zeug bekommt. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal hier, ziehen wir mal eine Karte zusätzlich. Okay, sehr schön. Spielen eine Karte ausnahmsweise mal aus und hauen den da aufs Maul. Hauen den da aufs Maul. Hauen dem da nochmal aufs Maul. Und hauen dem da nochmal aufs Maul. So, was hat denn der jetzt verloren? Ja, okay. Ging ja. Ging ja. So. Relativ. So, jetzt will ich mal gucken, was hast du noch so? Was hast du noch so, werter Freund? Operation Schnürschuhe ist gestartet, würde ich jetzt mal so meinen. Jetzt hat er hier die Woche des Löwen oder wie sie heißt, Tag des gefallenen Wolfes. So. Steigert die Vergeltung der nächsten Kreatur um 2. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das ist eine meiner Lieblingskreaturen, die ich leider noch nicht selber besitze. Denn das Einkommen wird nämlich dann um 2 erhöht. Sehr geil. Hat 4 Vergeltung. Respekt, Respekt. Muss man echt so neidlos zugeben. Und was hat denn der jetzt hier? Nehmt eine beliebige ausgewählte Kreaturenkarte von eurem Friedhof und legt sie auf eure Bibliothek. Sehr schön. Das ist natürlich sehr gut, ja. Kann er ja echt mal bringen, ja. Sehr gut, ja, muss ich sagen. Nicht schlecht. Magie. Magie, Magie, Magie. Okay, dann überlege ich mir jetzt mal, was wir machen. Wir machen am besten erstmal den hier. Holen uns erstmal das Ding. So. Jetzt würde ich erstmal sagen, ey, Moment, bevor wir jetzt hier noch groß irgendwie irgendwas machen. Setzen wir erst einmal das Ding raus. So, und setzen natürlich dann auch nochmal Arcane Akademie ein, um uns einfach mal sicherheitshalber noch irgendwas anderes zu holen, wie zum Beispiel das Ding hier, so ein Blitzstrahl. Das sollte man natürlich immer mal auf der Hand haben. So ganz einfach meine Überlegung. Sollte der mal mit einem richtigen sneaky Dingens ankommen, ja? So, okay. Zack. Ja, hier, komm. Spaß. Spaß. So, da hätten wir wieder noch so ein Vieh, ja? Sehr schön. Okay. So. Jetzt habe ich leider verpennt, das Ding auszuspielen. Das tut mir leid, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ob der mich angreift, ich mag es zu bezweifeln. Ich schätze ihn da so ein, dass er ein bisschen ehrfürchtiger ist. Ich finde aber seine Blocktechnik sehr gut. Ja? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Jetzt hast du die Kosten halbiert oder was? Immer wenn wir eine Kreatur spielen. Ja, okay. Kriegen jetzt die doppelte Lebenspunkte wieder. Einmal reicht eigentlich. So, immer wenn wir jetzt eine Karte spielen, bekommt der Lebenspunkte. 2 Stück an der Zahl. Jetzt müssen wir überlegen.
Wir sollten auf alle Fälle den Typen hier ordentlich mal eins aufs Mäulchen hauen. Könnte aber der Titan auch übernehmen. Braucht man jetzt nicht irgendwie mit dem Zauber machen. So, da hat er jetzt. Oh, jetzt muss er schon Karten ziehen. Das ist natürlich traurig. Jetzt, ich möchte mit dem wirklich ein bisschen spielen jetzt. LZ 008, also das ist jetzt hier wirklich so ein Match. Es ist jetzt wahrscheinlich für euch, ihr die Pros, die mit bei der Weltmeisterschaft mitgespielt haben, sehr langweilig. Aber ich möchte das wirklich. Ich bin Casual Gamer, muss ich jetzt echt so zugeben. Ich bin Casual Gamer, ich zock das mal so nebenher. Jetzt nicht irgendwie groß, ja, irgendwie voll besonders und so, sondern echt, ich spiele das nur so aus Jux und Dallerei. Deswegen habe ich auch so viele Decks, ja. Wenn ich es natürlich jetzt so richtig Eier hätte, dann könnte ich da natürlich 300 Decks rausheben und sagen, oh, boah, hier und so und das ist hier alles voll und so geplant und so weiter und sowieso und hier. So, jetzt würde ich nämlich mal sagen, komm, heilen wir mal ein bisschen hoch, den werten Freund. So. Machen wir mal hier. Ah, nee. Nee, 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 nee. Ich möchte ja noch mal ein bisschen mit dem spielen hier. Ich möchte ihn ja noch ein bisschen zappeln lassen. Ach, verdammt, nee, das geht auch nicht. Mal den hier so. Dann kriegen wir den in der nächsten Runde kleiner, aber das weiß er da wahrscheinlich auch. So, okay. Was haben wir noch so? Nee. Bräuchten wir eigentlich nichts. Dann ziehen wir mal so eine Karte. Oder machen wir mal hier. Bevor der hier wieder irgend so einen Scheiß rausknallt, von wegen, ja, du kriegst hier überall Damage und so. Okay. Dann würde ich mal sagen, hier holen wir uns noch den. So. Oh ja, super, geil. Kostet uns jetzt gar nichts mehr. Sehr schön, okay. Hatten wir echt Glück? Wir verhöhnen ihn jetzt ein wenig. Nee, ich möchte eigentlich bloß mal meine Blockbrecher-Strategie euch dann demonstrieren und zeigen, die ich dann so vorhabe. Sollte irgendwo jemand mal so richtig mir auf den Sack gehen und ganz viel Kreaturen ausgespielt haben, dann kann ich natürlich dann einfach mal so sagen, da habt das. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen hochgeheilt, finde ich sehr schön. Einmal reicht ja der Freund. Wäre natürlich richtig fies, wenn wir jetzt einfach mal ihm die Dinger hier rausklauen würden. Ja, Freunde. Okay, ich lache ein wenig, weil er jetzt eigentlich alles auf Death gesetzt hat. Also sprich, immer wenn wir jetzt ihn angreifen würden, bis zu eurer nächsten Runde, jeder Kreatur, die Kyrian, Ritter der Negation, Kampfschaden zufügen, wird selbst einen Schaden zugefügt. So, er geht jetzt davon aus, dass wir jetzt mit denen angreifen. Aber das werden wir jetzt natürlich nicht tun. Wir greifen jetzt einfach mal ihn ein bisschen mental an. So, indem wir das jetzt erstmal so gestalten. Und jetzt einfach mal, spaßenshalber, setzen wir auch noch den hier. So, dass er sieht, ah, der hat ja auch sowas. Ja, haben wir auch. Okay. Und jetzt machen wir einfach mal. Ja, bringt mir überhaupt gar nichts, aber spaßenshalber. So. Zack. Nee. Ich möchte jetzt wirklich den ein bisschen zappeln lassen. Denn meine Strategie sieht gleich wie folgt aus. Habe ich noch genug Zeug? Ja, habe ich. Ja, habe ich, habe ich. Müsste passen. Müsste passen. So. Komm, spiel noch ein paar Kreaturen aus. Komm, komm, dann lohnt sich das auch ein bisschen. Dann lohnt sich das so richtig schön dicke. Ach ja. Ach ja, komm.
Das Schöne ist jetzt kann man eben so richtig das Genick brechen. Jetzt denkt er, er hat über die Verteidigung. Sehr schön. Wir dürfen aber nicht vergessen, der hier, der hat immer so ein Blitzscheißzeug. Okay, jetzt machen wir aber mal wirklich Nägel mit Köpfen, Freunde. Jetzt habe ich lang genug mit ihm gespielt. Jetzt haue ich hier Kristall der Offenbarung rein. Damit erhalten all unsere Kreaturen Immunität gegen Schaden, gegen, ja, gegen Zauber, also gegen Schadenszauber, so. Wumms. Haben wir. Jetzt spielen wir das Ding hier spaßenshalber einfach mal aus, weil wir es können. Und jetzt spielen wir Tsunami aus. Allen Kämpfern und Schützen werden 8 Schaden zugefügt. So. Sehr schön. Was haben wir hier? Kämpfer. Kämpfer. Schütze. Kämpfer. Ach nee, waren Schütze. Kämpfer. Und Kämpfer. Dann probieren wir das doch einfach mal aus. Sehr schön. Ach ja, okay. Jetzt erhalten alle meine Kreaturen ein bisschen Schaden. Oh, warte mal. Nee, mach mal so. Oh ja. War ein gutes Spiel, muss ich echt sagen. War ein gutes Spiel. Ja, also jetzt konnten wir noch mal ein bisschen hier. Warte, wo haben wir es? Benutzte Zauber, benutzte Kreaturen. Höchster Schaden, nee. Vernichtete Kreaturen finde ich jetzt gerade gar nicht. Gibt's das gar nicht? Oh, nee. Tut mir leid.